aufnehmen. Fisch, hast du gerade deine Aufnahme angemacht? Ja, habe ich, und dann hat es übertrieben gelaggt. Oh, und dann hast du es wieder sein gelassen. Genau. Nein, also sieh's an. Ich habe ein bisschen am Haus weitergebaut. Okay. Kishi hat ja aufgenommen. Das heißt, ja, ich dürfte das. Aber ich kann einfach nicht alles aufnehmen. Das ist zu viel. Sorry, Leute. Ganz ehrlich, dieser Part kommt eher erst in circa 20 Tagen. Ein Monat. Monat. Wieso einen Monat? Weil... Das ist Part 27 bei mir. Achso, okay. Trotzdem. Das sind 20 Tage. 20 Tage ist ein Monat. Ja. Aber wir haben ja schon 7 Parts hochgeladen. Trotzdem. Warte, heute haben wir Part 7 hochgeladen, ne? Also ich noch nicht, aber ich wusste noch nicht, wie ich ihn nenne. Ich hab ihn... Wie hab ich ihn genannt? Keine Ahnung. Ich war gerade dabei, ihn zu benennen, als du mir auf einmal geantwortet hast. Einfach nur mit einem TS-Server. Bitte. Ja, ich bin gerade mit Kishi am Zocken, Just Cause 2 Multiplayer. Dann hast du mir irgendwie so geschrieben, dachte ich so... come on, da habe ich so einfach die TS-IP geschickt und dann warst du auf einmal da. Dann haben wir von Minecraft gezockt anstatt das andere. Ja, so läuft das. Das andere. Okay, das andere Mister, ne? Oh, da, gell, ne? Freddy kriegt das gerade hin mit dem Aussie-Dialekt? Nee, kennst du nicht. Ja, ich hab da heute auch mal ein bisschen geredet, hab ich da. Mit meiner Stimme. Ich hab das ein bisschen geredet und so, ne? Meine Stimme ist im Arsch. Ich hasse euch alle. Oh, ich liebe Dialekte, Alter. Ich spreche auch voll gerne Russisch oder so. Also so russischer Akzent und so. Ich auch Dialekte. Oder so. Ich würde aber hier noch. Ich würde hier noch einen Zaun durchmachen. Hier in kommt, der Freddy, kommt. Wendeltreppe. Besser gesagt, die Wendeltreppe kommt noch einen Stockwerk höher. Oh, was zum. Wie. Ach so, oh. Was zum. Klassiker. Ach nee, gar nicht, war das hier wird ja. Das hier wird ja der Dingens, der Dachboden. Ach ja, ich genieße einfach die Landschaft mit den schönen weißen Bäumen. Bei mir sind sie schwarz. Sei froh, dass du die Grafik nicht so niedrig hast wie ich. Ich bin froh, dass ich überhaupt noch Mond und Sonne anlassen kann. Mond und Sonne sehe ich zum Beispiel überhaupt nicht bei der niedrigen Render Distance. Oh. Idiot. Die haben gar nichts mit der Render Distance zu tun. Doch, man sieht sie sonst nicht. Man sieht sonst ja den Nebel, wenn man Nebel eingeschaltet hat. Bock habe ich aus bei mir. Ich hab's extra angemacht. Weil Fox zieht auch nochmal. Nee, ich glaube, ich hab's auch aus. Aber ich sehe auf jeden Fall keinen Mond und keine Sonne. Ich hab's an. Ja, du siehst noch weniger als ich. Und ich sehe schon wenig. Ich sehe gar nichts mehr, aber ich habe ja meinen PC auch nicht gerade neu aufgesetzt. Ja, das dafür habe ich vielleicht irgendwann nochmal einen neuen PC und nicht so wie du. Ja, ich bin arm. Du wirst niemals einen neuen PC haben. Dir ist schon klar, dass das heißt, ich bin eigentlich viel ärmer als du, oder? Ja, aber ich bin eigenes Level. Ja, du bist einfach Kishi. Ja. Na, wie viel Geld hast du, Kishi? Oh, armer Junge. Sorry. Das tut mir leid für dich. Ja. Ist schon scheiße. Ich war schon bei meiner Geburt 30.000 in dem Miesen. Gärtnerbeit. Nein, das hat man jetzt gerade nicht gelesen. Ich glaube, das muss ich zensieren. Das zensiere ich. Das zensiere ich wirklich. Nein. Doch, das zensiere ich. Du, wenn du es nicht zensierst, ist mir egal, aber ich zensiere das. Okay. Na gut, du sagst ja auch Apfelsaft. Und nicht. Ja, ich zensiere vieles in meinen Let's Plays. Weil ich es mag, nicht weil ich es muss. Wir trinken wirklich Apfelsaft, Kishi. Ja. Warte, ich hole mir mal kurz ein, okay? Jo, mach mal. Für morgen Fahrstunde. Nee, jetzt. Ich hole mir jetzt einen Apfelsaft. Ja, ich auch. Moment, dann muss ich gleich losgehen. Ich will mal kurz noch das Dach fertig bauen, wenigstens. Dann halte ich den Aufnahme nochmal an, guck nach, wie viel. Der Part jetzt schon geworden ist. Hoffe, dass nichts verbuggt ist. Es ist alles verbuggt? Oh, wahrscheinlich. Ich habe immer noch keine Ahnung, warum es verbuggt war. Ich glaube, es ist so verbuggt geworden, weil ich es 1000 Mal hin und her geschoben habe. Warum machst du es auch? Übrigens, jetzt kommt der schwerste Teil. Jetzt kommt ein Dach hier drauf. Auf meinen Landwohnsitz. Ja, auf meinen Landwohnsitz. Oh. Geh ich auf mein riesiges Haus. Ah, oh, Lava. Moin. Ciao. Bist du in der Mine? Ja. Gut, dann kann ich mir ein paar Diamantsachen bauen. Wow. Ja, hier ist noch kein Diamant. Dabei. Okay, ich komme gleich wieder. Bis gleich. Und damit herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Ich habe mir jetzt Apfelsaft geholt. Moment, ich mache ihn da drauf. Ich habe eine ganz kleine Cave gefunden.
Such cave, many wow. Sieht wirklich. Übrigens, Apfelsaft ist lecker. Ja. Ich liebe Apfelsaft. Ich hab. Dieses Mal trinke ich Apfelsaft von der Privatmarke Penny. Jetzt habe ich gerade Werbung gemacht. Deshalb sage ich noch Real, D und M. Nee, DM. Müller und Aldi. Kurz mal schützen. Jetzt habe ich Werbung gemacht, jetzt mache ich auch noch Werbung für sämtliche andere. Ja, dadurch machst du keine Werbung. Also dadurch machst du keine Schleichwerbung, sondern einfach nur Werbung. Deshalb ist es wieder legal. Du könntest es auch einfach als journalistischen Einwand zählen lassen. Ich kann es auch lassen. Was? Hör Kirschi einfach nicht zu. Du weißt doch, was Kirschi erzählt, ist Mist. Hey Kirschi, wie geht's dir echt im Keller? Ich hab gehört, dass was drin passiert. Oh Gott. Was ist da in seinem Keller passiert? Wenn ich gucken würde, dann wäre ich auch gebildeter. Was ist denn das für ein grünes Zeug? Was ist in Kirschis Keller passiert? Smaragd? Emerald. Ja, Smaragd. Freddy, was ist in seinem... Nichts. Weiß er das schon? Ich hab Angst. Nein. Gut, ich geh gucken. Ja, ich bin jetzt gerade in der Mine. Ich habe gerade keine Zeit zum gucken. Ich muss jetzt hier erstmal. Hast du eigentlich noch ein paar Saplings aufgesammelt, Freddy? Nö. Das ist schlecht. Also ich habe 2 Stück aufgesammelt. Das ist ein bisschen wenig. Das ist einer zu wenig. Das heißt, wir haben nur 7 Saplings. Das ist schlecht. Ist da noch einer runtergefallen? Ich hätte keine Lust, die ganze Zeit, die spawnen. Nein, die sind noch da. Ja, genau. Ach ja, warte. Die Blätter haben sich ja gar nicht weit abgebaut. Das ist ein Skelett in deinem Garten. Ah, okay. Ich sehe schon, was du gemacht hast. Gott, nein. Meinst du die Polizei? Meinst du die Polizei marschiert bei dir? Nee, das ist nur ein bisschen schlimm. Also ein bisschen schlimm. Ich würde jetzt nicht ohne Feuerschutz reingehen oder so. Was? Jörg, du musst dir noch einen blauen Helm kaufen, dann kannst du beim Einmarschieren als Polizei. Oh Gott, Lava. Ledersachen kann man sich doch färben, ne? Ja. Geil. Oh yeah. Oh yeah. Magst du Leder? Lack und Leder. Nimmst du es gerne in den Mund, dann bist du ein schwules Leder. Alter, Hauptsache jeder fragt mich erstmal, wenn ich irgendwie bei TTT mitmache. Hey, Fischi, magst du Fischstäbchen? Und dann sagst du erstmal, ja, ich nehme sie auch gerne in den Mund. Jedes Mal werde ich das gefragt. Ich meine, Alter, habt ihr alle eine Behinderung? Ja, warum? Übrigens, ich darf jede Randgruppe beleidigen, weil ich jede Randgruppe beleidige, deshalb darf ich das. Ich darf Randgruppen beleidigen, weil ich selbst eine Randgruppe bin. Ich bin auch eine Randgruppe. Jörg auch. Freddy nicht. Freddy ist die Übergruppe. Ich bin Master Race. Doge for life. Doge gleich Master Race. Nein, aber ernsthaft mal. Wir dürfen Randgruppen. Wir beleidigen sie ja nicht. Wir machen nur Witze über sie. Das ist ja okay. Wir beleidigen sie. Und wir beleidigen, ja. Ich darf das ja. Bei mir ist es sogar noch politisch korrekt. Ja auch. Warum? Was jetzt? Weil ich selbst eine bin. Du bist keine Randgruppe. Was bist du für eine komische Randgruppe? Ich bin nachgewiesen schwerbehindert. Ja, du bist wirklich schwerbehindert. Diabetes. Ja. Tschüss. Ciao. Einfach ciao. So. Jo. Ciao. Aber dadurch ist es politisch korrekt, wenn ich andere Behinderte beleidige. Nein, ist es nicht. Ich, doch. Alter, du musst es einfach so, du musst es einfach so machen, ja, wie gemein, Serdans Munchi. Du beleidigst alle? Also darfst du auch alle beleidigen? Also bist du kein Rassist. Wenn du alles gleichzeitig beleidigst oder alles in deinen Beleidigungen beleidigst, dann bist du kein Rassist. Weil du alles beleidigst und nicht nur eins. Es wäre Rassismus, wenn du nur eins beleidigst. Und wenn du keins beleidigst, ist es auch Rassismus. Dann ist es ja Rassismus gegen die, die nicht behindert sind. Also gegen mich jetzt zum Beispiel. Ist es eigentlich Rassismus, wenn man als Behinderter einen Nichtbehinderten ja, natürlich ist beleidigt, das Rassismus. Weil er... Das ist, ja, genau, das ist, aber das so ist wie genauso wie mit der Frauensache. Dass Frauen unbedingt Gleichberechtigung wollen, aber wir dürfen keine hochhackigen Pumps tragen. Ja, wenn ich das möchte, dann ist es mein gutes Recht als Mann. Ja. Alle schlafen bitte. Ja. Lass mal extra nicht schlafen, aus Prinzip. Nein, der ist ja nett. Der wollte ja sofort schlafen. Also, die haben ja nichts geschrieben, aber. Mit dir? Ja, deshalb, ja. Dann lass einfach mal nicht schlafen. Bei mir wird's grad nicht mehr schlimm. Regnet. Okay, wenn Freddy sich nicht hinlegt, ich mich auch nicht. Hast du in den Keller geguckt? Nein, ich gehe jetzt gerade nach Hause. Warte mal kurz. Was? Warte mal kurz. Aua.
So wie ich! Genauso wie ich! Kishi, mach kurz, ich rette jemanden, dann hau ich einfach, geh wieder weg. Freddy, ich muss jetzt aber auch schlafen gehen. Ich muss raus und was anpflanzen. Ja, ich geh jetzt auch schlafen. Kishi, hast du schon in den Keller geguckt? Ich bin jetzt gerade daheim angekommen, mache die Tür hinter mir zu und gehe jetzt nicht direkt in den Keller, sondern guck erstmal, wo ich hingehe. Die Leute werden sich bestimmt über deinen Stromverbrauch wundern. Na, was geht bei euch so? Wachst du auch schön? Freddy, liegst du? Ja. Kishi, beweg deinen fetten Arsch ins Bett! Ja, jetzt habe ich halt ich habe erst das Getreide im Keller gesehen. Das Weed. Das habe ich auch einfach so, als der gerade sein Kellerloch gebaut hat, habe ich das auch schon gemacht. Da habe ich einfach ein Loch in die Wand gegraben und da ein bisschen Getreide angepflanzt. Das wächst übrigens ein bisschen. Ja, normal. Aber ich weiß. Jetzt brauche ich auch kein Licht. Das ist wie ich. Auch kein Licht. Stimmt, das ist wie du. Hässlich, braucht kein Licht und stinkt. Kishi, wenn ich dich zu schlimm beleidige, sagst du Bescheid, ne? Ich möchte unbedingt aufnehmen, wie du weinst. Aber meine Nase juckt so sehr. Oh Mann. Er fängt an zu lachen und sagt, oh, meine Nase juckt. Wer ist der Mann? Ich fange aus der Nase zu bluten. Seit Wochen rede ich nur mit Fabelwesen. Ja, was? Ach, ich dachte diesmal... Ich dachte, einer von euch hätte mich gestummt und dabei hat ein Skelett mich abgeschossen. Hä? Gestummt? Jetzt hat einer von euch mich geschlagen. Gestummt, okay. Ist ein alternatives Ciao. Wort dafür. Ciao. Hey Freddy, warum stummst du mich? Nein, das ist kein alternatives Wort, Kishi. Wirklich nicht. Kein was? Kein alternatives Wort, nein. Doch, es ist ein alternatives Wort. Nein. Doch. Nein, nicht fliegen. Keine alternativen Wörtern. Nix Alternativwort. Nein, nicht machen, Kaka in mein Toto. Was? Kennst du das nicht aus Family Guy? Ich kann das nicht parodieren. Schade. Wir haben jetzt mehr Redstone. Danke. Redstone gibt's überhaupt nicht zu wenig, Alter. Ich meine, wir machen nichts mit Redstone. Ich müsste bald mal eine Redstone-Schaltung bauen. Kommen Emerald und Lapis Lazuli hin? Ressourcen. Alles in der Ressourcenkiste. Ja. Und Lapis Lazuli, Emerald. Lapis Lazuli. Lapis Lazuli. Lapis Lazuli. Lazuli. Hi. Hola, Xing Chang Lazuli. Oh, Ding Dong China, Mann. Ding Dong Essen bei China, Mann. Ding Dong Chineser. Du hast dich echt. Alter. Was denn? Die ganze Zeit habe ich vor den Tag gewartet, dass du rauskommst. Das ist lustig, ohne es zu sehen. Versteh nicht. Verstehe ich. Geht ins Lagerhaus rein, ich verstecke mich hinter der Wand, bin die ganze Zeit geduckt, er kann so aus hauen und rennt weg. Geil. Okay, ich muss jetzt gleich mal mit meinem Dach anfangen. Und das mache ich im nächsten Part, im Speed-Part. Bis dann.